Hallo, mein Name ist Moritz. Ich studiere jetzt im zweiten Jahr Medizin in Plovdiv in Bulgarien. Und in diesem Video möchte ich euch etwas über Charakteristiken eines Medizinstudenten erzählen. Als Medizinstudent solltet ihr auf jeden Fall Interesse für Naturwissenschaften mitbringen. Wenn ihr in der Schule schon gut gewesen seid in Fächern wie Biologie, Chemie, Physik, dann wird euch das Medizinstudium großen Spaß machen, da ihr vor allem im vorklinischen Teil viel mit Naturwissenschaften in Kontakt kommen werdet. Auch ist es wichtig, dass ihr Interesse daran habt, an dem Umgang mit Menschen. Ihr werdet später im Berufsleben viel mit Patienten zu tun haben, viel mit anderen Leuten im Team zu tun haben. Da komme ich auch zu einem anderen wichtigen Punkt, dass ihr ein Teamplayer sein solltet. Es sollte euch Spaß machen, im Team zu arbeiten, euch mit anderen Leuten auszutauschen. Ihr werdet nämlich hier im Studium viel mit anderen Leuten Gruppenarbeiten haben oder gemeinsame Lernsessions und später dann im Beruf auch viel im Team arbeiten und Patienten betreuen. Ich denke, Fleiß ist auch eine wichtige Eigenschaft eines jeden Medizinstudenten. Ihr solltet fleißig arbeiten, fleißig in die Vorlesungen gehen und einfach alles mit einer gewissen Disziplin angehen, um im Medizinstudium überleben zu können. Verbunden mit Fleiß ist auch ein gewisses Time-Management. Das kann man allerdings auch lernen. Also das müsst ihr jetzt nicht schon von vornherein mitbringen, sondern das könnt ihr euch während des Studiums auch gut aneignen. Ich denke, es ist auch von Vorteil, ein wissbegieriger Mensch zu sein und ständig daran zu sein, etwas Neues zu lernen. Ihr werdet nämlich während des Medizinstudiums die verschiedensten Fächer haben und teilweise können diese auch wirklich langweilig für euch erscheinen im ersten Moment. Und dann ist es wichtig, hier auch eine gewisse Durchhaltungsdisziplin zu haben, um dann auch durch diese Fächer durchzukommen und gute Noten zu schreiben. Als letzten Punkt finde ich, ist es wichtig zu erwähnen, die richtige Balance aus Empathievermögen und Abgestumpftheit zu finden. Zum einen solltet ihr empathiereich sein, was das Leid anderer Menschen angeht, aber zum anderen auch insofern abgestumpft, dass ihr Blut sehen könnt, Leichen sehen könnt und mit diesen harten Bildern anfangs umgehen könnt. Was mir hilft in Zeiten, wo mir das Lernen über den Kopf steigt, ist immer das Ziel vor Augen zu haben. Und das Ziel für euch wird sein, Ärzte zu werden. Und das wird euch auf jeden Fall helfen beim Studium und euch ein großer Ansporn sein, selbst durch die schwierigsten Lernphasen durchzukommen und euch da zu motivieren. Vielen Dank, dass ihr dieses Video gesehen habt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder sonstige Anregungen, schreibt diese bitte in die Kommentare. Dankeschön.